die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir sind eigentlich schon in Aufbruchstimmung, also wir machen uns jetzt gerade ready. Wir haben nämlich heute einen kleinen Familienausflug und der Papa macht gerade schon den Rucksack fertig und so weiter. Aber was das Ganze damit auf sich hat, erzähle ich euch jetzt. Und zwar gibt es nämlich bei McDonald's im Bonusclub ab sofort wieder richtig, richtig tolle Deals. Unter anderem ab heute kann man nämlich mit 35 gesammelten Punkten sich zwei Eintrittskarten für den Family Park sichern. Ist das nicht mega cool? Und ich habe das Ganze schon gemacht, weil ich als alter McDonald's-Fan, wir sind ja sehr oft bei McDonald's, wie ihr vielleicht schon in unseren Videos gesehen habt, ich habe ganz, ganz viele Punkte. Ich kann es euch mal zeigen. Also so schaut es hier aus bei mir. Ich habe 145 Punkte. Bei euch steht dann wahrscheinlich, wie viele Punkte ihr habt. Und ich habe die Karten schon geholt. Ich kann sie euch gleich zeigen. Und so schaut das Ganze aus, so schaut die Aktion aus. Family Spaß im Family Park. Ist das nicht mega cool? Ich finde, das ist einfach eine super tolle Aktion vom McDonald's und Family Park zusammen. Und deswegen musste ich natürlich gleich zuschlagen, weil wir lieben den Family Park und wir lieben McDonald's. In der Infobox habe ich euch nochmal alle Details zusammengeschrieben wegen der McDonald's App. Also falls ihr die noch gar nicht habt, dann auf jeden Fall runterladen, euch dort anmelden. Jedes Mal, wenn ihr bei McDonald's seid, die herzeigen. Aber ich glaube, heutzutage macht das eh schon jeder automatisch beim Bestellkiosk. Und dort sammelt ihr halt die Punkte. Und mit diesen Punkten dann kann man, ja, wie gesagt, zum Beispiel so einen coolen Deal wie den Family Park einlösen oder es gibt auch immer wieder andere richtig coole Deals. Und wir werden uns auf jeden Fall jetzt gleich auf den Weg machen und wir nehmen euch natürlich mit durch unseren Tag beim Family Park. So, meine Lieben, wir sind jetzt da. Ganz, ganz wichtig im Jahr 2020. Masken braucht man auch im Family Park. Also schön brav mitnehmen, falls ihr vorhabt, auch herzukommen. Ja, wir sind jetzt gerade angekommen, waren jetzt alle noch schnell Pipi und jetzt werden wir den Park erkunden. Die Kinder freuen sich schon. Ich glaube, wir fahren jetzt mal zuerst wahrscheinlich mit dem Drachen hier oben. Wollen wir mit dem Drachen fahren? Wieso nicht? Sicher. Lisa? 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 Wir machen jetzt unsere erste Pause. Nach dem Karussell haben wir jetzt mal hier Donuts gekauft. Lecker. Lara, lecker? Mit Schokofüllung. Für den Patrick haben wir so Zimt-Donuts. Und sind die gut? Heiß wahrscheinlich, oder? Und für die Eltern Kaffee. Papa hat großer Brauner. Du bist auch ein Schokodonut. Und Lisa, schmeckt's? Egal, wir putzen dann die Hände. Wir haben hier Feuchttücher dabei. Ich habe viele. Warte. Warte, ich gebe dir ein Tuch. Kannst du zwar nicht erkennen, aber da ist jetzt der Papa mit der Lara. Der Papa filmt auch mit. Und schau mal, der Patrick und die Michelle kommen auch. Und wie war's? War sehr schön. Haben wir noch mal Papa? Nachher, Lara. Jetzt gehen wir mal weiter, oder? Die Luisa mag auch. Darf die Luisa auch? Die Ehre nicht. Achso. Ja.
Wo bist du klein, Luisa? Nächstes Mal dann. Ja? Wir gehen. Wir sind so, da war die Rutsche, wir sind so und dann so. Das habe ich nicht gesehen. Und wollt ihr Götterblitz fahren? Ja. Aber du nicht, Patrick, oder? So schaut eine Happy Lara aus. Sie hat nämlich so ein Slushy-Getränk geholt. Ist lecker. Michelle wollte unbedingt Krokobahn fahren als Einzige. Michelle und der Papa sind jetzt hier beim Götterblitz. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wo die sind. Ich glaube, die stehen noch an. Der Patrick fährt nicht so gerne Achterbahn, deswegen ist er jetzt nicht mit dabei. Ich bin auch so ein Schisser. Ich mag überhaupt keine Achterbahnen. Höhen, ohne mich. Und deswegen ist der Patrick da hinten mit den Kleinen beim Sand. Der Papa hat auf jeden Fall auch so eine Kopfcam mit und das wird euch dann gleich eingeblendet. Die Fahrt von ihnen. Was macht ihr denn hier? Ha? Nix. Sie da herumklettern? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ja. Die Luisa und ich warten hier, während die anderen hier gerade Seedrache fahren. Schaut mal, die steigen jetzt gleich ein. Seht ihr sie? Warte, ich zoome ein bisschen ran. Hier ist die Family. Ich finde diesen Seedrachen furchtbar. Also für mich ist das nichts. Lisa hat jetzt so ein Eis bekommen, Eis and Go. Lecker! Warte, Lisa, das fliegt dir gleich aus der Hand. Und wie schmeckt? Eis schmeckt immer. Die anderen haben sich hier angestellt, die fahren dann jetzt gleich, aber wir stehen hier lieber hier ein bisschen im Schatten. So, Lisa? Ein bisschen Kinder beim Spielen anschauen. Was ist das? Ein Mädchen. Baby. Ein Baby, ja. So wie du. Laura, komm bitte. Baby essen. Baby hat auch ein Eis essen, gell? Und jetzt sitzen sie schon drinnen. Was nicht, kann man nicht so gut erkennen, weil es so weit weg ist. Aber jetzt. Da sind unsere vier. Während die anderen noch zig Sachen fahren, hier fliegender Fisch und ich glaube noch irgendwas da hinten, was so herumschwebt, haben Luisa und ich hier uns in den Schatten gesetzt, diese Sandkiste. Und die Luisa hat jetzt nämlich ihren Eisbecher umgewandelt in einen Sandbecher, oder? Machst du einen Kuchen für mich? Mama! Machst du einen Kuchen für mich? Mama! Zeig mal. Oh, hast du gekocht? Ja. Nimm. Lecker. Okay, einmal. Yay, endlich
können wir als Familie was zusammenfahren. Wir sind jetzt hier im Zug. Ich und der Patrick sitzen nebeneinander. Vor mir ist die kleine Lara, mein Papa. Und der kleine, die kleine Luisa mit der Michelle. Das ist halt deine Oma, Entschuldigung. Oma, Oma, schau. Schau. Luisa, schau da, das Reh. Oder hier ist. Wildschwein, ja. Was ist hier? Nimm die Lara, nimm die Lara. Tschüss. Das ist eine Bärenfamilie. Man hört mich gar nicht. Sicher. Na komm, geh mal weiter, Luisa. Hallo, Michelle. Das heißt, alle Froschgesichter. Alle Frosch angeschnallt? Ja. Papa fährt auch noch mal eine Runde mit dem Frosch. Wird gleich mit der, wie heißt das, Apfelflug oder so gefahren. Die stehen da gleich in der Reihe. Der Papa fährt mit der Lara. Und Michelle und Patrick sind auch da. Oh, los geht's, schauen wir mal. Hey, Lara! Boah, das geht so schnell, da kennt man gar nichts. Du kannst da leider nicht mitfahren, du bist nur zu klein. Bande, außer Luisa und ich, sind jetzt nochmal mit der Rattenmühle gefahren. Die haben es auch mitgefilmt mit der Actioncam, das blende ich euch dann gleich ein.
jetzt sind wir hier fertig. Wir sind durch. Und es ist eigentlich schon bald Sperrstunde. Wir gehen jetzt nämlich noch was essen. Wir haben alle so einen Hunger. Wir gehen jetzt zum McDonald's. Die Kinder freuen sich schon, weil wir haben wirklich alle den Mega-Hunger. Wir haben nur ein bisschen was gejausnet, also so ein bisschen was gesnackt. Nicht wirklich was richtig gegessen. Und dementsprechend ist der Hunger groß. Deswegen würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich bei Maggie. Ich habe gefragt, was du willst, Papa? Was willst du, Papa? Wer hat Hunger? Ich. Du auch? Einmal habe ich ein Mädchen. So, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, sind wir schon wieder zu Hause. Leider ging mein Akku jetzt leer bei McDonald's und ja, deswegen musste ich jetzt bis zu Hause warten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und checkt unbedingt die McDonald's App jetzt aus, um gleich euch die Family-Karten zu sichern. Nutzt es jetzt aus, das ist ein super Angebot. Das war's, wir sind zu Hause. Ich freue mich ehrlich gesagt schon aufs Bett. Kinder Bett fertig machen und ja, entspannen. Es war wirklich ein wunderschöner Tag im Family Park. Wir konnten uns richtig austoben, wir konnten die Kinder austoben und es war wirklich sehr schön. Ja, mit diesen Worten werde ich mich jetzt verabschieden. Danke fürs Zuschauen, mein Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.